Das ist unfassbar. Das ist nicht Ehrlich mehr doch, normal. das sind alles Teufelskinder. Ja. Alles. Der ganze Laden hier ist voll von diesen Teufelskindern. Ja. Das ist hier eine Genau. Plattform für Satan und seine Leute, diese TikTok. Ja, leider. Und davon Und gibt es Hunderte, Tausende, die ihr Unwesen treiben. ja, das musst du dir doch auch vorstellen. Eingeweihte, die hier noch die Leute verführen, diese religiösen Leute, Gottesleugner. Also das ist alles full. TikTok ist full mit diesen ganzen Leuten. Das ist so Wahnsinn. Du musst dir vorstellen, diese Chinesen haben ja diesen App hier nach Europa und so verfrachtet, USA, Europa. Und Ja. die haben selber in China eine Blockade drin, ne? Die Chinesen, die benutzen diesen App nicht so, wie die Europäer und die Amerikaner das nutzen, für Blödsinn, für Ja. Gehirnamputiererei, für den letzten Content auf Erden. Hier die ganze Zeit entweder nackte Busen in die Kamera zu halten oder seine transsexuelle Operation vor die Kamera zu stellen oder eben den ganzen Tag über Satan reden. Nein, die Chinesen benutzen diesen App, um sozusagen in Dingens, um sich gegenseitig in Business und Bildung weiterzubringen. Ja. Dieser Müll hier, das dürfen die Chinesen selber nicht gucken. Das haben die freigegeben hier für die Europäer, für die Amerikaner. Das stimmt. Das habe ich sogar auch gesehen. Kann ich sogar bestätigen. Die haben da sogar, wenn du TikTok neu lädst bei denen und das öffnest, kommt direkt so Bildung oder sowas. Wenn du hier TikTok einfach deinstallierten hochlädst, kommt irgendwie so eine halbnackte Frau für einen Mann, für die Frau auch was anderes. Das ist so richtig der Wahnsinn, sowas. Ja, es ist unfassbar. Die Plattform ist schon echt Wahnsinn. Also die kann man kann die Plattform gut nutzen, um das Evangelium zu verkündigen. Mehr nicht. Mehr ist es auch nicht. Ja, wirklich. Einfach nur das Evangelium verkündigen und darauf hoffen, dass der eine oder die andere gerettet wird. Ja, und das ewige Leben, ne? Ja. Deswegen ist diese Plattform, wenn überhaupt, um mir zu predigen. Eventuell hört sich das einer an, wenn er jetzt in deinen Chat kommt, in deinen Ja. Stream, und dann wird er überführt vom Heiligen Geist und dann wird er errettet. Aber diesen Satanskindern Plattform zu bieten, würde ich nicht mehr machen. Ja, mache ich auch nicht. Ja. Weil ich ganz, es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, mit diesen Leuten zu reden. Ja. Da ist eine Blockade drin. Das ist so, ob du mit einem Satanisten redest. Das ist eine Blockade, ist da drin. Ja. Leider. Ich wollte meine letzten Worte sagen, weil ich gehe jetzt langsam raus. Spät, ne? Was Na, spät es war geworden, schön auf jeden Fall mit euch, na, hier zu ne? sein, das Wort auch zu verkünden, na, das auch zu verteidigen, weiterzugeben. Und meine letzten Worte sind nicht, wie der andere sagte, folgt mir. Meine letzten Worte sind, folgt den Herrn Jesus Christus, laut Johannes Ja. Kapitel 14, Vers Ja. 6. Ich bin der Das ist Weg, der die Wahrheit Unterschied. und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, Gottes Amen. Segen an euch alle. Gottes Segen dem Herrn anbefohlen. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, ciao. Bruder, deswegen merke ich ja auch zum Beispiel bei Mr. Kitan, weißt du, wie die über Gott lästern? Das ist ja. unfassbar. Das ist pure Finsternis, wenn du bei denen drin bist. Die lästern nur über Gott. Nur, aber auf höchstem Niveau. Ich weiß, Und die das sind ganze Zeit Satanisten. machen die so satanische Gesten. Die ganze Zeit. Die Ja, ganze Zeit und lachen sich diese tot. Fraktion ist ja komplett satanisch. Das sind ja wirklich Satanisten. Ja. Ja. Grauenhaft, einfach nur grauenhaft. Ja, leider. Das ist so traurig. Was wollte ich euch mal vorlesen? Etwas ganz, ganz Schönes zum Lachen hier aus Sirachbuch. Von den Katholiken. Apokryph. Pass auf. Warte mal. Ab. Sirach 41, 42. Warte mal, eine Tochter hält ihren Vater ständig in Unruhe, auch wenn er es nicht anmerken lässt. Überleg mal, vom Heiligen Geist. Soll das sein? Pass auf. Eine Tochter hält ihren Vater ständig in Unruhe, auch wenn er es nicht anmerken lässt. Die Sorgen um sie rauben ihm den Schlaf. Solange sie jung ist, sorgt er sich, sie könnte von der Heirat verblühen. Und wenn sie verheiratet ist, sie könnte von ihrem Mann verstoßen werden. Wenn sie Jungfrau ist, hat er die Sorge, sie könnte verführt werden und ein Kind bekommen. Als ein
Sie könnte verführt werden, ein Kind bekommen. Aber es wird noch besser. So, das ist so, als wenn du so einen billigen Roman so aus der Esoterikladen holst, so mit so billige hier, Abklatsch Sprüche für dein Leben, so aus dem billigsten Esoterikladen. So, jetzt pass auf. Auf eine hemmungslose Tochter musst du scharf aufpassen. Sehr, sehr biblisch und sehr unter dem Heiligen Geist. Pass auf. Auf Ja. eine hemmungslose Tochter musst du scharf aufpassen. Sonst bringt sie es so weit, dass deine Feinde dich verspotten. Ja, sehr wichtig. Also, das ist natürlich bei uns wiedergeboren sehr, sehr wichtig, dass die Feinde uns verspotten. Wir müssen alles daran tun, dass die Feinde uns nicht verspotten. Das hat der Herr Jesus ja auch für uns gesagt, ne? Wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir nicht verspottet werden. Durch so eine komische Frau, durch so eine komische Tochter auf TikTok. So. Das sind die Weisheiten aus diesen tollen, tollen Büchern. Sirach. So, weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Sieh bei keinem Menschen auf Schönheit. Setz dich nicht zum Gespräch in einem Kreis von Frauen. Setz dich nicht in einem Gespräch in einem Kreis von Frauen. Sehr, sehr vom Heiligen Geist. Denn aus einer Frau kommt Bosheit hervor. Das ist Islam. Das ist Islam. Jetzt wird es auf einmal islamisch. Das ist so. Hier Hadith, Hadith, ein Hadith. Denn aus einer Frau kommt Bosheit hervor. Ebenso wie aus einem Kleidungsstück Motten. Selbst die Schlechtigkeit eines Mannes ist immer noch besser als die Güte einer Frau. Islam, Nein. Islam-Content. Und Nein, das. der Heilige Geist dieser Katholiken, die das zusammengestellt haben, die das eben angenommen haben als Buch Gottes, hat das nicht herausfischen können, dass das nicht vom Heiligen Geist ist, so ein Blödsinn. Das meine ich damit, dass diese Leute überhaupt nicht wissen, was der Heilige Geist ist. Die haben nicht den Heiligen Geist. Ja. Die würden auch, wenn du Walt Disney hier zwischenstußt, bei Sirach, Walt Disney Sachen, da würde das auch durchkommen. Die haben nicht die Geistesunterscheidung. Bruder einer hat gefragt, wo steht das, was du vorgelesen hast? Das ist Sirach, Kapitel 42, über die Sorgen mit Töchtern und Frauen. Oh Mann, ey. Ja, das ist ein islamischer Hadith. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Die meisten Bewohner der Hölle sind Frauen. Die sind schlecht alle, diese Weiber. Auf einmal, nachdem du so aus den Schriften jetzt vorgelesen hast, sind die So, hallo? Orthodoxen ganz Okay. ruhig Hallo, zu Gott. ja. Hallo, hast du eine Frage? Nee, ich möchte eigentlich nur zuhören. Wie alt Ja, bist du dann. denn? Ich habe 16. Ja. Ja, bist du Christ oder was bist du? Ich bin Satanist. Du bist Satanist. Wieso bist du Satanist? Ja, ich glaube an den Satan. Okay, und seit wann bist du Satanist? Seit gestern. Okay. Dann Ja, das war erzähl dann. mal, wie du dazu gekommen bist. Ich. Ja? Wie kommst du darauf? Du musst doch irgendwie gestern gesagt haben, so jetzt geht's um Satan. Du musst doch Ja. erzählen, wie kamst du dazu? Wie kommst du auf Also die Idee? ich habe gestern geträumt vom Satan, wie er mich erlöst hat. Erlöst von was? Ja, wie er mich gerettet hat. Von was? Von was Vom gerettet? Paradies in die Hölle. Der hat ihn gerettet vor dem Himmel und hat ihn dann in die Sorry. Hölle geworfen. Dahin hat er ihn gerettet. Ja, genau. Ja, Und ist was das hast du sehr dann schlau. gemacht? Du musst einfach, ja, das ist sehr, sehr schlau. Diese Hast du Rettung ist sehr, sehr schlau. die Serie Lucifer angeschaut? Kann das sein? Wie bitte, was jetzt? Hast du die Serie Lucifer angeschaut auf Netflix oder Was auf Amazon? ist das? Ja, so eine Serie, wo der Lucifer ein ganz netter Mensch ist. Was für ein Ding? Wie kommst du dazu zu sagen, dass er dich erlösen kann? Wie kommst du dazu? Wo steht diese Erkenntnis? Was? Woher hast du diese Erkenntnis, dass er Das der ist ein Retter ist? Wo und Kleinkind. wo? Das ist ein Kleinkind, der das Ja, ist auf ganz Google. vergessen. Aus Google. Ja. Soll ich Kommt zu dem glauben? Herrn Was denkst du, Jesus soll ich glauben Christus. nicht?
Glaub mir, das ist die Ja, beste Entscheidung. verkündigen das Evangelium und dann war es das. Das ist ja Quatsch, mit so einem Kleinkind zu sprechen. Ja, Bruder. Das Also darfst ich. du auch nicht. Ich dachte, ich krieg so Ja. Probleme hier. Ja. Deswegen sage ich dir, lese die Bibel, komm zu den Herrn Jesus Christus und hör auf, diesen Schwachsinn da von dir zu geben, ja? Niemals. Nee. Ja, okay, dann wünsche ich dir Gottes Segen und ja. Wünsche dir Werde auch mal Gottes Segen, mach fest. lieber Buße. Und Ja, wer ist das denn jetzt? der Erlösung, Satan, woher? So ein 15-, 16-jähriges Kind, was er für Sachen kennt. Der selbst ist egal, Aber aber so ein Kleinkind, Satan hat mich erlöst. Reza, Überlegt man. Nicht mal Erwachsene sagen solche Sachen. ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ich bezeuge, das ist unfassbar. Reza, warum hat dein Bruder mich blockiert, die Prinzessin Amira? Ja, wenn du dann einfach nicht mehr schalten kannst und nichts mehr dazulernen kannst, dann hat es ja keinen Sinn mehr. Ah, nee, waren zu viele Knockouts von mir. Er wusste nicht mehr, wohin mit Ja, ihm. ihr seid nur am Knockout am Verteilen. Egal wie oft man euch auch besiegt mit 100 Millionen, ihr seid immer nur am Knockout verteilen. Wir haben schon alles hier hops genommen von den Ja, Wiederlegungen klar. von euch. Ja, klar. Ihr könnt auch den Koran hops nehmen, ne? Wenn der Verse aus dem Koran euch zeigt, dann könnt ihr auch das hops nehmen, ne? Ja, mit Tafsire von Al-Qurtubi, wobei Al-Qurtubi Fehler in der Aqida hat. Hat er auch nicht Ach gesagt. so. Aber dann, Ah, jetzt ist ein wenn man den Tobi auch Tafsir von los, Ibn Schrott. Kathir nimmt, steht da was anderes, komischerweise. Ja? Naja, okay, aber zum Beispiel Sure 9, Vers 29. Oh, immer mit dem Das ist doch Gleichen. ganz klar. Ja, willst du deine christlichen Mitfreunde hier in Deutschland angreifen, endlich, oder nicht? Nee, ich greife niemanden an. Allah sagt im Ja, Koran. dann bist du kein Moslem, dann pfeifst du auf das Wort Nein, Allahs. nein, nein. Allah sagt im Doch, Koran, doch, und doch, tötest doch, du doch. eine Seele, so hättest du die ganze Menschheit Nein, getötet. nein, 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 nein. Das Was? ist Nein, aus nein, dem nein. Ich kann dir auf Talmud. den Vers sagen. Allah sagt in Sura 8, und Ja, aber das verabredet ist aus euch dem nicht, gut zu Talmud sein zu gestohlen. denjenigen, die euch nicht bekämpfen, mein Lieber. Was ist denn damit? Nein, das sind die früheren Phasen des Lebens des Propheten, die späteren Phasen abrogieren, die früheren, die mekkanischen Phasen. Das Reza, weißt es du gibt auch. keine Abrogation in dem Sinne, der Koran ist wortwörtlich genommen. Ja, Abrogation gab es in bestimmten Sätzen, wo Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers durch einen besseren ersetzen lassen hat. Aber das, was du meinst, das gibt es nicht in dieser Form. Weißt Doch, weil du sonst große Widersprüche hast. Einmal sagt Allah, es gibt keinen Glauben, es fangen im Glauben. Einerseits sagt er, kämpft gegen diejenigen, die nicht an mich glauben. La ikraha fid din, Verstehst du? Dann meinst musst du? du das Aggregationsprinzip verstehen. Ich verstehe das, aber Ja, nicht so, wie du das deswegen die immer erläuterst. späteren Suren lösen die früheren Suren ab. Nein. So ist das nicht, mein Lieber. Du musst erstmal lernen gehen, deine Religion vernünftig, und dann können wir weiterreden. Ich kann nicht hier jetzt deine Religion dir beibringen. Ja, du kannst ja nicht mal deine eigene Religion beibringen, kannst du mir auch nicht den Doch, wenn Koran du beibringen. Fragen hast, dann antworte ich dir auf deine Fragen über den Herrn. Es gibt nur einen Herrn, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, ach. Allah sei Bismillah, im Namen Allahs. Wer ist das denn? Ist das Allah oder jemand anders, der da spricht? Allah spricht dir, was ich höre. So wie wenn er sagt, so wie ich habe Allah sagt das Bismillah Leben im und das Namen Tod den Allahs. Tod erschaffen. Sprichst du Also jetzt auch du über eine sagst andere Form? im Namen Abu Majin, wenn du sprichst. Wie bitte? Also wenn du sprichst, dann sagst du im Namen von Abu Majin. Nein, aber ich kann auch sagen, im Namen von Abu Majin Vegeta besiege ich jetzt diesen Jungen, zum Beispiel. Verstehe es einfach nicht, ne? Das ist unglaublich. Was hat das Allah denn kann für doch nicht Stand sagen zu im tun? Namen Allahs. Das muss ein anderer sagen im Namen Allahs, des Barmherzigen. Allah Aber hat Allah doch. sagt das ja, diese Verse, im Namen Allahs. Ja, das ist doch das, was er uns Menschen beibringt, damit wir sein Wort verstehen. Hä? Nein, es geht darum, dass Allah sagt, Bismillah, im Namen Allahs. Ja, das ist zum Beispiel, wenn man was essen tut oder trinken tut, sagt man Bismillah. Deswegen habe ich dir doch das Beispiel genommen. Würdest du sagen, im Namen von Abu Majin? Nein, aber ich bin doch ein Mensch, ich habe doch keinen Segen in mir. Ich bin Es doch muss kein, ich bin eine doch kein, ich bin dritte doch nicht Person mächtig. sagen, Bismillah, im Namen Allahs. Wallahi, Reza, du kommst mit Argumenten, die sind so schwach, sehr schade, Aber dass du die darauf hast du nicht. keine Antwort. So schwachsinnig. Nein, was erzählst du mir hier? Das ist ja kompletter Quatsch. Warum sagt Allah im Namen von Allah? Ja, warum sagt Allah zum Beispiel, dass er die Erde so und so erschaffen hat, in 6 Tagen?
Das ist ja auch, weißt du, er hat Einmal sagt die er in erschaffen sechs selbst. Tagen, dann sagt er in acht Tagen. Er weiß es auch selber nicht so ganz genau. Wo sagt er in Einmal acht sagt er, Tagen? ich habe zuerst die Erde erschaffen, dann den Himmel. Dann sagt er in anderen Vers, ich habe zuerst die Himmel erschaffen, dann die Erde. Zeig mir mal den Vers, wo er das sagt. Jetzt muss ich noch einmal reingehen. Amir hat alles parat. Ach so, jetzt hat er dich geblockt. Ja, Amir. Amir wurde schon widerlegt von jedem. Von Islam verstanden wurde auch widerlegt, von Hamdi sowieso. Ja, ich muss das jetzt suchen. Amir, ihr seid so, wenn jemand kommt, der keine Ahnung hat, dann diskutiert ihr lange mit ihm, lässt ihn ausreden. Aber sobald jemand kommt, der sich ein bisschen auskennt, dann zittern die Beine von euch. Und das ist schon eine Art von Feigheit, sage ich mal. Ja. Entweder man bleibt direkt mit der Person und versucht. Aber ich bin auch nicht so gekommen zum Debattieren, ich bin jetzt gekommen wegen diesem Satanzeichen hier. Wenn du sagst, ja, was ist denn mit dem Satanzeichen? Das ist ja Dings, Baphomet, den ihr da habt, Ja, oder? ja. Ja, siehst du? Und was hat es jetzt mit der Dings, mit dem Papst zu tun? Ja, du siehst doch diesen Stab, was die katholischen bzw. die orthodoxen Kirchen tragen. Vergleich mal Ja. diesen Stab mit dem Phallus des Baphometen. Ist es identisch? Ja, siehst du, deswegen Wusste kommst du, Bescheid. deswegen müsst ihr zum Islam kommen, um sowas zu Nein, bekämpfen. es geht ja darum, dass die katholische orthodoxe Kirche eben unter der Leitung des Teufels sind. Ja, Dass natürlich. die wahren Christen, Die dass die Christen wahren beten ja, die Christen Christen ja nichts mit beten der teilweise beten katholischen ja und den mit der Satan orthodoxen Kirche zu tun haben. Die wahren Christen haben nichts mit der orthodoxen und der katholischen Kirche zu tun, weil diese Kirchen unter der Hallo? Führung des Satans sind. Ja. Liebe, sagt Die brauchen Rochea, die brauchen Rochea, diese Von Satanisten. eBay, ich wollte was Nein, auf kaufen. gar keinen Fall, hey. Ja, Ach so. was Oder brauchen die er kennt sonst? sich damit nicht aus. Das ist das Problem. Er weiß ja nicht, was die da machen. Ich Wenn da weiß, was einer die machen. Ich rauskommt, weiß, was die kommen machen. die Die sind alle unter mehrfach dem wieder zurück. falschen Mehrfach kommen sie Messias. wieder zurück. Die sind alle unter dem falschen Messias, Dajjal. Und der wird auch irgendwann bekämpft von Isa a.s. Der wird ihnen dann den Knockout geben. Der wird Ah. allen den Knockout geben. Allen. Du Ja. trinkst ja auch kein Kamelurin und ja, du bist kein Profi. Warum bist du so respektlos? Sei mal ehrlich. Red doch Ja, weil einfach wie höflich. respektlos. Ich Der rede doch auch Mohammed hat höflich. doch in mehreren Hadithen gesagt, dass Kamelurin sehr gut ist. Erstens, dieser Hadith ist daif. Ach so, ist es da hilft, ja. Und Alles ist safe. zweitens, hör doch auf, irgendwelche Sachen zu erfinden, Reza. Das ist so, Aber ich habe mal eine Frage. Würdest du dann Reza Kamelurin trinken? Kufur pur. Ich habe mal eine Frage. Nein, Abro, sei mal bitte, hab mal mehr Respekt. Also Würdest du ich Kamelurin soll trinken? Respekt haben, aber wenn er zu mir sagt, Sei mal, würdest du Kamelurin, sagst du Kamelurin nichts. trinken? Sag doch einfach ja oder nein. Sag doch ja oder nein. Was denn? Ja, Kamelurin, würdest du trinken ja oder nein? Syrische Frage, willst du Toilettenwasser trinken? Würdest du es trinken ja oder nein, wenn du Bauchschmerzen hast? Mit warmer Nein, Milch. Warum machst du es nicht? warum soll ich das machen? Bin ich Warum folgst du nicht Prophet? Käfer oder was? Ich bin doch kein Ja, Kuffer. das ist das Problem, weil Ihr du hier seid in das, was der Europa Prophet lebst. Mohammed über Ich bin Jesus doch kein kam. Käfer wie ihr. Ja, aber du Also. bist ja ein Shisha-Moslem. Du würdest niemals Nein, ich. auswandern. Und, ne, ich kenne so viele Muslime, die sind ausgewandert. Ich kannte die Muslime, die sind ausgewandert. Ja, schön. Und? Ja, wo bist du denn ausgewandert? Warum bist du hier? Warum lebst du hier Der in so einem ungläubigen wandert von Land? der einen Shisha-Bar in die nächste Disco. Das Erstens, ich war's. habe mir dieses Land nicht ausgewählt. Zweitens, ich bin hier geboren, du Versager. Ja, wenn ich richtiger Moslem wäre, ich würde Und doch in dein die Glaube islamischen sagt, du musst Länder leben. auswandern. Wenn ich echter Moslem wäre, ich würde Deutschland verlassen. Was soll ich hier? Ich würde sofort in ein anderes Land gehen. Wo der Du bist ja Islam. nicht mal ein echter Christ. Wie willst du dann noch ein echter Moslem sein? Weißt du jetzt, warum der Amir den rausgeschmissen hat? Ja, Das siehst du. das geht mal bringt nichts schlafen, die mit Versager. Ja, Das okay. also Du kannst wirst du ja mit der Gottes Wand reden. sehen. Da kannst du mit der Wand reden. Das bringt Ja, dir nichts. der trinkt nicht Kamelpipi und will auch nicht seinem Propheten gefallen. Der macht auch nicht Augen hier, Liner und so. Das ist einfach einer, der möchte gern Moslem ist und hineingeboren ist und einfach nur Stress sucht und so kleine Steine schmeißt und ja, respektlos ist. Ja. So, ich denke, ich bin Thomas sind. Oh, es ist schon spät geworden. So, müssen wir an dieser Stelle Schluss machen. Ich habe noch frischen Kamelurin kalt gemacht. Jetzt werde ich erstmal schön einen Schluck nehmen. Kamelurin Und Eis. damit ich besser schlafen kann. Ein Das ist, Genüsslich. das macht guten Schlaf. Und das Ja. empfehle Dann ich euch schlafe ich lieber auch. unruhig. Dann schlafe ich lieber unruhig.
Ja. Theresa, ich habe das gesehen, dass die wirklich von Kamelen so den Ding nach oben, du Schwanz. weißt es, und dann haben Ja, die da ja. drin das so und dann haben die Ja, dabei ja, ja, Allahu ja. Akbar, die Ich, haben ja, das sind Allahu Akbar Leute, geschrieben. ja, das sind Muslime, die den Propheten lieben und die schämen sich nicht. So einfach ist das. So heftig. Ey, gerade frisch gezapft und dabei schreien die wirklich Allahu Akbar. Das musst du dir Ja, mal geben. was der Prophet gesagt hat, das lieben die und das machen die auch. Ja. Die Euro-Shisha-Muslime hier eben, ja. Die sind noch nicht so bewandert in ihren Schriften. So, Weißt du, ihr was mir auch Lieben. aufgefallen ist? Ja. Ich wollte noch was sagen. Guck mal, ich zeig dir immer das Bild. Ich muss das Bild einmal reinmachen. Aber das ist heftig, ne? Zu Sirach, ne? Passt auf Aber eure scharfen Theresa, Töchter auf, denn sie werden euch Riesenprobleme machen zu Hause. Theresa, weißt du, was ich traurig finde? Dass den Leuten nicht Ja. bewusst ist, dass der Vatikan Priester weiht und der sie weiht, ist ein Satanist. Weißt du, ich meine, das ist ja. Ja, natürlich. Darüber muss man sich mal nur kurz Gedanken machen, dann verstehe ich, warum man überhaupt dann noch hinterherläuft. Egal, was die Kirchenväter und so gemacht haben, das reicht schon, um da nicht mehr weiter zu folgen, weil das ist schon, wenn du überlegst, boah. Ja. Aber wie gesagt, der Herr sagt da in Matthäus 16, meine Gemeinde wird der Satan nicht überwinden können. Das heißt, seine Gemeinde bringt er durch, der Herr, durch die Gezeiten, durch allen Hoch und Tief. Ja, zu der Gemeinde gehören eben nur wiedergeborene Kinder Gottes. Bruder, zum Beispiel einmal die Landkarte. Das waren früher alles christliche Länder. Und Ja. guck mal, diese Länder wurden alle islamisiert. Und guck mal, das einzigste Land, was nicht islamisiert ist, ist Israel. Bis heute nicht haben die Muslime es geschafft, Israel zu islamisieren und zu erobern. Ja. Und deswegen wird es auch krachen bald, ne? Die Ja. islamische Achse wird sich zusammentun. Sacharja 13, Vers 8. Und dann angreifen Israel. Zwei Drittel werden umkommen. Der letzte Drittel wird übrig bleiben. Der wird den Namen des Herrn anrufen. Und der Herr wird zurückkommen und sagen, das ist mein Volk. Und wird dann den Angriff zerschlagen. Ah ja, was ich Dann auch noch geht's sagen wollte, die Muslime denken ja, dass sie jetzt durch ihre Geburtenrate und weil jetzt so viele Flüchtlinge hier ins Land kommen, dass sie sich denken, ja, der Islam wird hier wachsen, wir werden die Ja, übernehmen. Nein, die wissen ja gar nicht, dass die Politiker das geplant haben. Das ist ja ein natürlich. Plan. Das ist eine Falle und das verstehen sie ja nicht, weil sie aufgrund ihres Giers und ihrer Bosheit denken, ja, die können hier hinkommen und alles übernehmen mit dem Ja. Islam. Aber die Ja. merken ja nicht, dass der Herr einen anderen Plan hat für solche Leute, die so dreist sind und so bösartig. Ja, Bruder, weißt du, was ich auch so krass finde? Wer einem eine Grube gräbt, wie geht's weiter dann? Ich hab's nicht verstanden. Nochmal. Wer einem Der fällt anderen selbst ein, hinein. der fällt selbst hinein. Der fällt selbst hinein. Ja. Aber weißt du, was ich auch so krass finde? Ich höre das ja auch immer wieder von jüngeren Ex-Muslime, wenn die zum Beispiel zu den Herrn Jesus kommen, die Ja. sagen ja auch, die Muslime sagen in den Schulen, ja, die Deutschen sind so Schweinefresser und so Ja. ungläubige. Du musst dir vorstellen, es kommen Leute in diesem Land, beleidigen die Einheimischen und die Ja. Einheimischen unterwerfen sich denen und nehmen den Islam an. Was für eine Zucht der Nein, die Hingefallenen. Einheimischen gehen arbeiten und bezahlen ihnen noch ihre Miete. Ja, und da musst du Das dir vorstellen, die werden von morgens bis abends so gesucht. verrückt ist das Ganze. Ja, aber warte, das ist doch die Zucht des Herrn Jesus. Ehr ich mich da Ja, nicht? natürlich. Er die Natürlich. Toren geöffnet hat und gesagt hat, Ja, ich übergebe natürlich. euch jetzt den. Ja, klar. Ja, was meinst du, wenn auf einmal wirklich die Gemeinden wirklich wie vor 2000 Jahren zu der apostolischen Zeit in jeder Stadt, wirklich in jeder Stadt, musst du dir vorstellen, so eine Gemeinde wäre, vielleicht dann würde es sowas nicht kommen. Wenn in jeder Stadt in Deutschland so eine Gemeinde wäre, Philadelphia, Nee, in ganz. nee, nee, nee. Eine Gemeinde ist nur ein Licht innerhalb der Finsternis. Also der Herr Jesus hat Gemeinde Ja. in die Welt getan, eben als Kontrast zu der Ja. Welt. Die Gemeinden sollen ja eben durch ihr Verhalten eben zeigen, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt und dass sie Gottes Kinder sind, im Gegensatz zu der Welt und dass die Welt dadurch überführt wird, durch das Ja. Verhalten der Kinder Gottes. Aber nein, der Herr sagt ja, wenn die Menschen in einem Land gerecht handeln würden, dann würde es diesem Land gut ergehen. Ja.
Da muss die gesamte Bevölkerung, warum hat zum Beispiel Gott Sodom und Gomorra komplett vernichtet? Weil die gesamte Bevölkerung dieser Verdorben war. Städte verdorben waren. Ja. Ja. Muss man vorstellen, da kommen Männer in diese Dörfer oder Städte und da gibt es eine Horde von Männern in diesen Städten, die sagen, ey, wir müssen jeden Mann, der in unsere Stadt kommt, erstmal von hinten, ne, vergewaltigen. Heftig. So war das, so waren die drauf, die Sodomiter. Hättest du dich verlaufen bei denen als Ausländer, die hätten dich erstmal massenvergewaltigt. Heftig. Deswegen sagen die, gib uns diese Männer heraus, damit wir sie erkennen können. Sagen sie zu Lot. Da sind so Männer bei dir eingegangen in dein Haus. Wir haben es gesehen. Gib sie heraus, damit wir die punkten können. So waren die drauf. Und der Herr hat ihn lebendig verbrannt auf die Asche. Als schöne Antwort. Und dann können die jetzt Männer vergewaltigen. Das ist genau die richtige Antwort mit solchen Leuten. So Aber spricht Bruder, man mit solchen Leuten. aber weißt du, was mir In aufgefallen Zorn ist? und Grimm. Weil Bruder, Müll muss verbrannt werden. Sofort. Müll muss sofort zur Verbrennung. ich wollte Es auch noch ist mal das Beste, was sagen. es gibt. Müllverbrennung ist. Jedes Mal, wenn ich an Müllverbrennungsanlage vorbeigehe, da fühle ich mich so wohl, weil ich weiß, es gibt eine sehr große Müllverbrennungsanlage. Ne? Müll muss immer wieder Guck mal, verbrannt werden. ich will nur Es was darf nicht sagen. so Also, viel werden. Bruder, Ja. wenn du die ganzen Kirchen mal siehst, hängt überall LGBT-Fahne, Frauen predigen. Du siehst ja auch, die Gesetzlosigkeit, wie die Bibel sagt, hat immer mehr Zuhand genommen. Und du Ja. siehst ja auch zum Beispiel Schwule, die laufen rum mit Dornkrone, verkleidet als den Herrn Jesus, als ja, Schwuler, und da machen die rum. Und die außenstehenden Namenschristen, die finden das Die sogar lustig. klatschen, die finden das gut, ja, klar. Das musst du dir mal vorstellen, wie Ja. die, dass die verspotten ihren eigenen Herrn und Gott, Ja, machen aber sich ich würde darüber das gerne lustig. sehen, dass die LGBTQ Mohammed nachmachen und dann rumlecken vor den Moscheen. Das will ich mal sehen. Nein, das machen die Aber nicht. Das wird so. niemals passieren. Reza, ich habe Niemals. doch selber mit einem LGBT geredet, der weiß das doch. Ich habe doch zu, er hat den Herrn Jesus verspottet und ich meinte, du bleibst hier und du machst das jetzt mit dem Propheten des Islams. Er meinte, nein, mache ich nicht. Warum soll ich das machen? Ich will keine Probleme. Warte, denkst, warte. Was für ein Warte, Dreck. warte. Was Denkst für du, ich ein will Müll. Probleme? Warte, warte, Bruder, Bruder. Denkst du, ich will Probleme? Denkst du, ich will hier Probleme bekommen? Aber ihr Christen müsst eure Feinde lieben. Ich meine, nein, du machst das jetzt mit Mohammed, mach das jetzt. Nein, mache ich nicht. Warum soll ich das tun? Ja, komm, sei mal fair. Hat er nicht gemacht, hat mich angegrinst und hat sich umgedreht. Siehst du, was für Ja, ein kannst du mal vorstellen, wie ungerechtes Volk? verdorben die sind. Kannst du mal Ja. vorstellen, wie ungerecht und verdorben die sind. Da kamen LGBT-Transen zu mir und sagen, der Herr Jesus ist eine Frau gewesen. Das musst du dir mal geben, wo ich da so Flyer verteilt habe. Da habe ich gesagt, warum redet ihr nicht gegen den Islam? Was sollen wir denn gegen Islam reden? Gegen den Islam haben wir nichts. Wir haben was gegen das Christentum. Und da haben sie die Bibel angegriffen im Alten Testament. Das musst du dir mal geben. Weil die Angst haben. Weil die ganz genau wissen, was sie da machen. Aber Bruder, im Ja. Koran ist ja Schwulsein auch nicht erlaubt, weißt du? Da könnten sie das genauso angreifen. Bruder, wir wissen Was doch machen sie ganz nicht? genau, Bruder, die Menschen wissen doch ganz genau, wenn die in der Überhand sind, was die da machen würden. Ey, die Art, wir sind doch nicht dumm. Die Menschen haben nur Angst, sich zu äußern. Wir wissen doch ganz genau, was passiert, wenn sie in der Überhand sind. Wir wissen ganz genau, was passiert. Nur, wenn mein Glaube mir erlaubt zu lügen, dann würde ich lügen wie ein Weltmeister. Ich würde härter lügen als Pinocchio. Und noch den frommen Menschen zu versuchen zu. Verstehst du? Verstehe, Bruder. Ich versuche dann zu lügen, zu täuschen, um Leute in meinen Glauben rein zu praktizieren, reinzuholen. Die unangenehmen Fragen weiche ich aus, die stelle ich gar nicht. Und ja, dann locke ich sie so rein und verführe die Menschen. Und so ist es auch. Aber blind sind die, die sich auch verführen lassen, weil sie dann nicht weiter Ja, weil sie forschen. ein verdorbenes Herz haben. Das ist das. Sie Weißt du, sind Bruder, verborgen. die könnten ja selber weiter forschen und dann hinkeln und sagen, hey, warum hast du mir das eigentlich nicht gesagt? Du hast mir das vorenthalten. Aber das tun sie nicht, Nein, die sind weil sie auch. verdorben, die sind verdorben. Bruder, die kannst du tausendmal, die sind verdorben. Die wollen das nicht. Das ist eine Ver Gott hat das Herz zugemacht. Er hat es zugemacht und dann wärst du nur noch, guck mal, du siehst ja, der Satan benutzt diese Menschen. Darf ich ihn benutzen? Für Gewalt, für böse Taten, darf ich ihn benutzen? Und dann sagt der Herr, ja, ich übergebe dir ihn.
Deswegen siehst du ja auch, du siehst das ja auch, keine wiedergeborenen Christen würden eine Bibel in der Hand halten und schreien, Jesus ist der Größte, wenn ihr ihn nicht annehmt, machen wir euch kalt. Wo siehst du sowas? Oder dass du Christen siehst mit einer AK-47 und eine Bibel in der Hand. Mit so Kreuz auf Stern, als Kämpfer. Mudschahadi-Christen. Hast du schon mal Mudschahadi-Christen gesehen? Nein, Bruder. Nein. Hä? Nein, Bruder. Ja, Nicht mal in siehst du? Videospielen. Nicht mal in Videospielen, Bruder. Ja, siehst du, ich habe noch nie Mudschahadi-Christen gesehen. Ja, habe ich. Guck mal, da sagt der eine, habe ich. Siehst du, die Muslime sind jetzt nicht. Nein, ey, die machen alles. Guck mal, in Afrika. Guck mal, wie die, ey. Das ist so ultra, die, ey. Die versuchen wirklich alles. Und nein, aber das sind wirklich Meister. Ey, Bruder Danny, sorry, dass ich lache, aber das ist echt witzig, Bruder Danny, wirklich. Ja, es ist Mudschahadi-Christen in Afrika. Hör doch auf. Guck mal, wie die so am Lügen sind. Doch, Bruder, es gibt ein Videospiel. Ja, aber ein Videospiel kannst du nicht vergleichen. Mann. Ja. Ja, und deswegen gehen die auch verloren, ne? Weil die sagen, Isa kommt wieder und wird das Schwein schlachten. Dann wird er die Schahada aussprechen, wird die Kreuze zerbrechen und wird dann die Jizya abschaffen. Ich finde die Reihenfolge finde ich bisschen komisch, weil er kommt erst und schlacht und macht erstmal alle Schweine tot, bricht die Kreuze und dann kümmert Nein, er die sich wollen, um guck den mal. Teil. Die wollen, guck mal, wenn ich als, guck mal, die denken sich, Digga, ich will nicht meine Feinde lieben. Ich will das haben, ich will das haben. Die wollen es nicht. Die fragen auch nicht nach Gott. Die wollen lieber mit so verdecktes Gesicht rumlaufen und siehst du ja auch, egal wie viel, die stellen immer die gleichen Fragen. Die stellen immer wieder die gleichen Fragen und immer wieder die gleichen Fragen. Gehen gar nicht darauf ein und gehen immer auf eine andere Frage ein. Die drehen sich wie ein Wurm, wie eine Schlange. Ja. Deswegen gehen sie auch So, ich verloren, bin leider. herzlich reingekommen, um noch Tschüss zu sagen, ihr Lieben dann, ne? Dem Herrn Jesus Ja. anbefohlen, Gottes Segen für eure Dienst noch, Gottes wenn ihr Segen noch auf jeden lange Fall. macht. Und Ja. ja, so Gott will, bis morgen oder bis bald. Ja. Gute Nacht zusammen. Ciao, ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Bruder, das sieht man jetzt gar nicht. Babo, die Babo Pizza. Es Babo Pizza, Bruder Danny? Heftig lecker. Ja, das ist von Haftbefehl. So. Ja, wenn jetzt noch ein Warum soll dicker Fisch das? hier reinkommen möchte, dann kann hier noch Und ein Danny? dicker Fisch. Wie bitte? Warum sah die Tomatensauce da wie Blut aus? Ich habe ein Video dagegen gemacht, also gegen Haftbefehl. So. Ja, irgendwie wollen halt, ja, was, ich lass mal den Kreuzritter hier rein. War schon lange nicht mehr oben. Elias lasse ich auch mal rein. Gott Shalom. sitzt bestimmt wieder im Gabelstapler. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Hey Bruder Danny, Ja. dieser Katholik, katholische Antworten, Ja. man, der da vorne drin war, der hat auch mal auf seinem YouTube-Kanal gesehen, gegen Amir und Reza Video gemacht. Der sagt, die wären Freikristen, freikirchliche Christen. Ja, der ist ja hier nur reingekommen, um zu fischen. Der ist so verloren. Ja. Das ist leider Bruder, so. ich war eigentlich vorhin wegen den Katholiken, habe ich mich angemeldet. Ich wollte ihn fragen, warum man als uneheliches Kind nicht von der katholischen Kirche getauft wird. Okay. Der hat seine Seele verkauft. Meinst du Montana Black? Dann
Ja, Oder bestimmt. wen meint sie jetzt? Ja, meinte. Ich kann mir nie vorstellen, dass so jemand wie er diese satanischen Rituale macht, aber er macht das halt. Warum nicht? Warum nicht? Keine Ahnung, ich kann mir das in meinem Kopf nicht vorstellen, aber er Ja, macht aber es. nur weil jemand vielleicht berühmt ist und nette Dinge sagt, heißt ja nicht, dass er ein netter Mensch sein muss. Alle Leute dachten, Ich Metzelder war einfach nur ein weiß. Fußballspieler und danach war der eine, wo Kinderpornografie auf sein Handy hatte. Und Ja, der Typ zum hatte Beispiel. sogar ein Bundesverdienstkreuz. Ist dir das bewusst? Ja. Ich lache zwar, aber es ist nicht witzig, weißt du? Ja, Bruder, Vom zum Beispiel Aussehen und so. von der Person kannst du nicht gehen. Ja, zum Beispiel diese Fußballer wie Ronaldo und Messi. Ich könnte mir nie vorstellen, weil die ja so einen auf lieb sind, tun, aber im Nachhinein machen die, du weißt, ja. Aber pass auf, wie viele Menschen vergöttern die? Ja, alle, Millionen, Milliarden, keine Ahnung. Merkst du was? Ja. Und die machen dann nur Götzendienst. Weil die Ich kann mir vergöttern die das halt. richtig. Ja, ich kann mir das halt in meinem Kopf nicht vorstellen, aber ich weiß halt, dass sie das machen. Was man nicht für Ruhm und Ehre tut. Das Kreuz ist Ich habe vorhin natürlich nur Zufall. Das auf dem Bild. Ich hab vorhin noch zum Daniel und zum Leser gesagt, dass wenn man sich überlegt, dass die katholische Kirche Priester weiht und der sie weiht, ein Satanist ist, überlegt, was das für Priester sind. Danny. Danny, Bruder. Hör mir Oh mal nein, nicht da schon wieder, Bruder zu. Danny. Das eine Bild von Montana Black, ne, das ist falsch rum. Ey, lass Disco gehen. Was meinst du mit, das ist falsch rum? Ich mach nur Spaß. Ja, ist So, habt ihr Bock, nach Polen Disco zu wieder. fahren? Nein, Ganz wir am wollen nicht nach Anfang. Polen Disco fahren. Oh, das ist voll geil, Alter. Ich fahre jedes Wochenende dahin. Ja, schön. Schön für dich, Richtig freut geile mich. Fotzen sind da. Ey, Schön Digga, für ganz dich. ehrlich, ciao, Digga. Digga, Ey, was ist habt ihr das denn für weggeschoben? ein, ey, was ist das denn für ein Der wird immer kaputter Typ, Digga? Nein, jetzt ohne Spaß, ich will jetzt schlimmer. einmal was sagen. Nein, bitte, Bruder, ich will jetzt was sagen. Ja. Was ist das bitte für ein kaputter Typ, der hier reinkommt? Hey, komm mal mit nach Polen. Ey, du hast nicht mal 5 Euro in der Tasche und willst hier sagen, komm mal mit nach Polen, ey. Was bist du für ein Typ? So Das respektlos, Digga. Nein, Bruder, das ist so respektlos, ne? Ey, ich lasse den hier nicht mehr rein. Ich sperre den auch. Der kommt nicht mehr hier rein. Der kommt hier auf jeden Fall nicht mehr rein, ey. alles diese Chathouse-Kanaken. Digga, tut mir leid, ne? Aber ich kann sowas. Das ist mir ein Anstoß. Ja, keine Ahnung. Guck mal, der redet von so Frauen. Vielleicht meint er auch diese alten Omas, weißt du, der geht in diese Oma, in diese polnische Oma-Disco, weißt du, so 80-jährige, 90-jährige Oma, weil der so einen Fetisch hat, will uns da auch in diese Oma-Partys reinlocken. Unverschämter Typ, ey. Nein, ich bin ein glücklich verheirateter Mann. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja. Warum ist Monte im Hintergrund, wenn ich fragen darf? Ja, weil Monte ein eingeweihter Satanist ist, der seine Seele verkauft hat. Monte gehört zu den Freimaurern und ist involviert. Bruder, wie ist der eigentlich, wie kommt man da rein? Bekommt man so eine E-Mail dann, dass man. Da hat einer gefragt, warum ist Carsten Stall Satanist? Ja, weil er von der Elite eingesetzt wird, so als Ablenkung, dass er sich einsetzt für Kindermobbing und für die Kinder, obwohl er selber ein Bösewicht ist. Du musst dir das einfach mal vorstellen, Politiker, die im Fernsehen sind und Krawatten tragen und die dir alles Schöne vom Himmel reden, obwohl die total bösartig sind. Und das ist das. Das ist alles eine Ablenkung. Deswegen siehst du auch immer wieder, wenn er da mit den Kindern ist, der macht immer wieder die rausgestreckte Zunge und diesen Satansgruß. Das ist einfach eine Verspottung des Heiligen Geistes. Aber wie kann man sich das vorstellen? Er ist so da,
damit die Leute denken, ah, da ist einer, der kümmert sich darum. Damit ja, die der ist so ein Held, der ist so ein Held, der setzt sich so ein für die Kinder. Oh, der setzt sich so ein für diese ganzen armen Kinder. Endlich jemand, der da seinen Mund aufmacht. Boah, der ist so toll und so. Aber der wird auch nur auf die, das ist eine falsche Schiene, wo die Menschen dann geführt werden. Du musst dir vorstellen, du bist ein Bösewicht, du bist ein Drogenboss und baust so Schulen und setzt dich so für die Kinder ein. Wie krank ist das bitte? Sag mal ehrlich, du bist ein Drogenboss und durch diese Drogengelder finanzierst du Schulen und unterstützt noch die Kinder mit Essen von Drogengeldern, wo andere Menschen damit umkommen. Ist das nicht böse? Ja, das gab es doch schon öfter in der Geschichte. Ja, siehst du? Ja. Und das ist einfach nur eine Ablenkung. Alles eine Ablenkung. Ja. Ich weiß, das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist leider der Realität entsprechend. Also die Realität sieht ganz anders aus. Bruder, so wie der Elias vorhin schon sagte, man kann sich das einfach nicht vorstellen, dass jemand, wo so lieb und berühmt ist, das tun könnte, weißt du? Aber die fragen sich nicht, wie sie auf diese Position, zu dieser Position gekommen sind. Weißt du, die sind ja, okay, die sind talentiert, aber es gibt bestimmt auch andere talentierte Fußballer oder andere talentierte Sänger, die nicht da oben sind. Oder andere talentierte Schauspieler, die nicht da oben sind. Das verstehen die Leute nicht. Es kann nicht sein, dass ein Schauspieler 150 Filme macht und kein anderer Schauspieler dann einen anderen Film macht. Kannst so du Beweise zeigen? Bruder, da gibt es immer eine Periode, wo so irgendeiner anfängt mit einer Serie von Filmen, dann wieder der andere Schauspieler eine Serie von Filmen, was von 3, 4, 5, 6 Filmen und dann der andere. Aber es sind immer die gleichen irgendwie. Das fragen sich die Leute nicht. Ja, ich habe letztens irgendeine so eine Reportage über Hollywood-Partys gesehen. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Gerade nicht die Bilder hier. Sind die AfD-Politiker Freimaurer? Ja, ja, natürlich. Die sind alle involviert. Die sind alle drin. Das kann ich euch zeigen. Bruder, die... ich muss nur gucken, wo die Bilder sind. Aber sie sind alle drin. Guck mal, was du schreibst. Und zeig Beweise. Und bau nicht an Fotos irgendwelche Behauptungen auf. Oh Mann, das kann doch nicht. Ja, das ist, weißt weil du, die das oder? Nicht sehen. Naja, das ist... weil. Meistens weißt du, diese ist das Bilder so, sehen doch nicht mal, diese Bilder sehen nicht mal ästhetisch. Guck dir dieses Bild mal an. Guck dir das Bild mal an, was ist daran ästhetisch? Jemand, der sein eigenes Gesicht zur Seite zieht und nur ein Auge zeigt. Was ist das? Das ist irgendwie Bild zeigt schon alles. Der Typ hat zwei Gesichter und der zeigt sich mit einer Maske, Bruder. Weißt du, der Typ hat zwei Gesichter. Warte, ich will mal was zeigen. Ich mach mal ein Beispiel. Guck mal. Ich zeig euch jetzt einmal was und sagt mir mal bitte, ob das alles Zufall ist, okay? Erstmal kommen wir dazu. Guckt euch mal an, was Sido sagt. Vielleicht, mal gucken, wir studieren jetzt mal Sido.